So, Bräunungsinsel, da sind wir wieder. Gut, ich hatte ja ein Thema angesprochen, also beziehungsweise ein Thema, das ich ansprechen wollte. Ich habe das schon wieder fast vergessen. Ja, liebe Leute, Pokémon Presents, Pokémon Day steht ja dieses Jahr wieder an. Und ja, da habe ich mir überlegt, ja, was könnte wohl dieses Jahr gezeigt werden? Ihr müsst wissen, ich selbst habe keine hohen Erwartungen. Das sollte man bei Nintendo und besonders bei Pokémon sollte man generell keine hohen Erwartungen haben. Sonst wird man nur enttäuscht. Ja, aber man kann sich ja mal überlegen, ja, was könnte denn eigentlich so gezeigt bekommen? Was könnte so gezeigt werden? Alter, was zur Hölle? Was ist denn bei euch los? Ja, ist okay. Ich weiß, ihr wollt mich tot sehen. Genauso wie ich euch. Ja, Pokémon Presents. Also, was könnte gezeigt werden? Also, was ich mir vorstellen könnte, wäre Pokémon Home. Dass da gezeigt wird oder auch das genaue Datum genannt wird, wann Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur endlich mit Pokémon Home kompatibel ist. Vielleicht wird es dann sogar auch schon direkt nach der Presents sein. Man weiß es nicht. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das angesprochen wird. So ein Apropos ansprechen. Ja, mit dieser Brille kann ich direkt durch den Stein hindurchsehen. Ja. Zum dritten Mal. Damit haben wir die letzte Mumienzeichnung erhalten. Hey, ich habe alle drei Symbole der Mumien aufgezeichnet und sollte jetzt in der Lage sein, das Design zu erkennen. Jede Form stellt ein Tier dar. Und sie sind in einem speziellen Muster angeordnet. Das bedeutet, die Kombination für die Tempeltür ist Vogel, Vogel, Löwe. Ja, und das ist auch interessant. Leute, ihr müsst nämlich wissen, der Code ist nicht immer gleich. Also es ist nicht immer derselbe Code, den wir hier für die Tempeltür brauchen, sondern der wird immer neu generiert mit jedem neuen Speicherstand, den wir machen. Das ist eigentlich voll cool. Ist jetzt nicht so, ja, spiel das Spiel einmal durch, erfahre den Code, den kann ich jetzt bei jedem neuen Run immer wieder einsetzen. Nö. Der Code wird immer wieder neu generiert. Also richtig clever von WayForward. Sie daran gedacht haben. Ich sollte lieber nochmal was essen. Ja, was könnte eventuell noch bei der Präsenz gezeigt werden? Also wie gesagt, Pokémon Home. Was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wäre ein Update, beziehungsweise DLC, beziehungsweise Erweiterungspass für Pokémon Kamisin und Purpur. Also, dass vielleicht noch, keine Ahnung, 200, 300, 400, wenn nicht sogar 600 Pokémon irgendwie nachgereicht werden, so wie es damals bei Schwert und Schild war. Mit neuen Content, Story-Content und so weiter, blablabla. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht noch was zu Pokémon Unite. Dass da vielleicht noch ein oder zwei Pokémon, also ein, zwei spielbare Pokémon hinzukommen werden. Ja, was noch? Vielleicht noch was zu Pokémon Go, man weiß es nicht. So, Vogel, Vogel, Löwe war ja das Passwort oder der Code. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Tatsächlich. Krass. Ja, was ich mir noch vorstellen könnte, ich gehe gleich in den Tempel. Was ich mir noch vorstellen könnte, wären, ja, dass vielleicht auch ganz neue Spiele, ein ganz neuer Titel gezeigt wird, aber jetzt kein Haupttitel, sondern vielleicht eher ein Spin-off. Remakes, glaube ich jetzt eher weniger. Wobei. Ich könnte mir, gut, was heißt, ich könnte mir vorstellen, was ich geil finden würde, wäre ein Remake zu Pokémon Mystery Dungeon Team Zeit, Dunkelheit und Himmel, also die DS-Pokémon-Spiele. Ey, das wäre geil, wenn es davon Remakes für die Switch geben würde. Das waren meine Lieblings-Mystery Dungeon-Teile. Ist aber halt nur die Frage, kriegen sie es hin, den Charme von den DS-Titeln auf die Switch wieder zu übertragen? Also, dass es genauso schön und charmant und so weiter sein wird. Das ist eine gute Frage, also aber freuen würde ich mich drüber über so ein Remake. Und sonst so Pokémon Ranger.
Pokémon Ranger glaube ich nicht. Die Serie ist tot. Da wird es, glaube ich, nichts mehr zu geben. Und Alter, wer seid ihr denn? Da auch wieder hübsche, anzusehende Damen hier. Okay, was zur Hölle, ey. Oh, meine Sterne und Stromfalter! Prinzessin, seid ihr das wirklich? Du weißt schon, dass du eine einäugige Schlange in der Hand hältst, oder? Du sprichst mit mir, oder? Ihr seid es! Ihr seid nach all der Zeit sonst zurückgekehrt! Alle herhören! Unsere Prinzessin ist nach all der Zeit zurückgekehrt! Wow! Ich glaube, ihr habt das falsche Mädel! Sie erinnert sich nicht! Und doch ist sie das Ebenbild von ihr, die schon lange verstorben ist. Nun ist sie zurückgekehrt, um mit all ihrer unendlichen Weisheit über uns zu herrschen. Prinzessin, bitte nehmt sofort euren angemessenen Platz auf den Thron ein. Aber... Königliche Untertanen, schmückt eure Hoheit im zeremoniellen Gewand. Seht zu, dass sie nicht verschwindet, während ich die Krönung vorbereite. Du verflixt. Hallo, die Waldfee. Hallo? Ich bin wie eine Weltraumprinzessin angezogen. Können wir nun darüber reden? War das eine Anspielung an Star Wars? Episode 6? Prinzessin Leia und so? Irgendwer? Ach, großartig. Sie haben mir auch meine Gegenstände abgenommen. Wenn diese Typen denken, ich wäre ihre wiederauferstandene Prinzessin, werden sie mich nie mehr gehen lassen. Es muss einen Fluchtweg geben. Ich schaue mich besser mal um. Oh, Shantae, wo bist du da nur wieder reingeraten? Oh. Okay, gut. Das wollte ich jetzt nicht machen. Gehen wir mal da lang. Okay, da kommen wir nicht durch. So, ja. Das ist jetzt eine komische Situation hier. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie rausflüchten. So in, hier durchcrouchen, durchschleichen so. So ein bisschen in Solid Snake-Manier. Wenn ich Shantae so sehe, kriege ich auch eine Solid Snake. Das habt ihr nicht gehört. Das habe ich nicht gesagt. So, und diese Typen da, diese Schränke da, das sind Wachen. Die dürfen uns nicht sehen. Wobei, einmal zu Demonstrationszwecken. So. Tadal, was willst du hier? Ich komme zurück hier in dein Gemach hier. Ja, und dann sind wir wieder hier. Ja, die wollen uns hier festhalten. Halt, wie gesagt, bis zur Krönungszeremonie wollen die uns hier festhalten. Aber das wollen wir ja nicht. Wir sind nicht die Prinzessin, auch wenn wir prinzessinnenmäßig aussehen. Das ist hier quasi auch... Kann man das Dungeon nennen? Ja, irgendwie schon. Aber es ist noch nicht der richtige Dungeon. Glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig entsinne. So. Aber irgendwie ist die Passage schon geil. Hier so ein Stealth-Abschnitt so gesehen. Wo du dich hier durchsneaken musst und so alles. Warum steht hier eine Couch? Das sieht nicht so aus, als ob hier jemand gerne rumsitzen würde. Wow, das war knapp. Fast hätten die Eumel mich gesehen. Oh, da ist eine Truhe. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo es hier wohl lang geht. Oh, cool. Ja, das habe ich jetzt spontan ausprobiert, weil ich weiß, hier in dem Level gibt es versteckte Gänge, die richtig ekelhaft versteckt sind. Da haben wir schon mal gleich den ersten gefunden. Cool. Und werden gleich mal belohnt mit einem Haufen Knete. Finde ich gut. Können wir dann später im Shop wieder einkaufen gehen. Du hast einen Schlüssel erhalten.
Schade, dass es keinen Modus gibt, wo Chantel ständig so angezogen ist, ne? Zwinker, zwinker. Wobei, gab's nicht so einen Modus im zweiten Teil? Chantel Risky's Revenge? War sie da nicht so angezogen? Es gab zumindest ein Artwork von ihr. In diesem Modus, wo sie so eigentlich so angezogen war. So in der Richtung. Ja, hier in den Schatten, da sehen sie uns nicht. Der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Komm, lauf, lauf, lauf. Lauf mal hier schneller. Hui! Wie gesagt, ist eigentlich schon ein geiler Abschnitt hier in dem Spiel. Ein kleiner Nervenkitzel. So. Oh je, oh je. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich lang muss. Hier durch? Nö. Aha! Stimmt, der Bereich war eigentlich auch gut. Du gehst dann einfach wieder durch die Tür zurück. Gehst dann nochmal durch die Tür, gehst wieder hier hin. Da müssten die Krüge eigentlich wieder respawned sein. Da kannst du wieder Geld farmen. Ey, das ist eigentlich so eine... Das probiere ich jetzt. Warte mal, Leute. Das probiere ich jetzt gerade mal aus. Das interessiert mich jetzt. Zum Glück hat der Typ mich nicht gesehen. So, gucken. Zack. Okay, die Blöcke sind auf jeden Fall respawned. Und die Krüge. Jawohl. Alter, okay. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, das war so der Ort, wo ich Geld gefarmt habe. Abgesehen von der Spinnennetzinsel, wo du die Zombies einfach abklatschst hier und die auch ordentlich Geld spawnen. Oder fallen lassen. Blablablub. Aber hier kann man auch ziemlich gut Geld farmen. Gott, ey, hier gibt's wieder so... Ich weiß noch, dass es hier zig Dutzend Türen gab. Ja, okay, da haben wir einen eine Schlüsseltür. Gucken wir einfach mal. Okay. Wen haben wir denn hier? Sky, dich haben sie auch gefangen? Was machst du hier? Oh, dieser Part in diesem Spiel ist Fanservice pur. Ich bin hergeflogen, um ein Heilmittel für Joe zu finden. Was ist deine Ausrede? Ich bin hier mit... Okay, sag es mir eben nicht. Lass uns einfach einen Weg aus diesem Irrenhaus finden. Das ist wirklich ein Irrenhaus hier. Und sieh dir was an, verdammt nochmal! Hier gucken kleine Kinder zu. Vielleicht, eventuell. Wobei, meine Videos sind eh nicht für Kinder, gedacht. Zumindest gebe ich das hier immer in den Optionen ein, wenn ich ein Video hochlade. Ach, wie soll ich denn in diesen Schuhen laufen? Ja, so ungefähr, Alter. Ey. Bloß nicht auf die Bubis gucken. So, okay, also Sky ist auch hier. Interessant. Du tust mir nichts, oder? Prinzessin, ihr seid es! Nein, bin ich eben nicht! Hier ist noch eine Schlüsseltür, aber wir haben keinen weiteren Schlüssel. Ja, ich bin... Okay, da ist ein Cacklebat. Warte. Aber ich habe die Lampe nicht. Okay, dann kann ich den... Kann ich den eigentlich besiegen? Okay, ich könnte ihn besiegen. Ja, gut, aber es würde mir nichts bringen. Wo geht's da hin? Achso, das ist mein Gemach. Okay, ja, alles klar, alles klar. Habe ich jetzt quasi eine Abkürzung geschaffen. Wenn die mich, glaube ich, nochmal erwischen sollten oder so, dann kann ich einfach hier rausspazieren. Na, du sexy Lady. Oh, gute Güte, die Prinzessin. Ja. Du kannst mich gern Prinzessin nennen. Du, so geht's hier hin. Mein Speicheropa. Ach stimmt, ich habe auch Riskys Hut nicht dabei. Ich wollte gerade schweben. Oh, okay, ich glaube, da gehe ich besser nicht lang. Puh, das hätte jetzt böse in die Hose gehen können. Was ist hier? Oh, da ist Sky. Okay.
aber sie redet nicht mit uns. Okay, und hier kommen wir noch nicht durch. So, gucken wir mal. Gehen wir mal wieder zurück und gucken mal, was die anderen Wege so für uns bereithalten. Ja, ich könnte eigentlich noch so ein bisschen zum Thema Pokémon Presents sprechen. Also, wo war ich da? Ich glaube, ich war bei Pokémon Ranger. Geh du weg. Ist hier ein Durchgang? Tatsächlich. Hallihallo. So. Ja, also wie gesagt, Pokémon Ranger, ich glaube, die Serie ist tot. Das müssten ja eigentlich alles DS-Spiele gewesen sein. Oder gab es ein 3DS-Teil? Nö, ich glaube nicht, oder? Müssten eigentlich alles DS-Spiele gewesen sein. Und das ist ja jetzt schon... Wie viele Jahre her? Viel zu viele auf jeden Fall. Und seitdem haben wir eigentlich nichts mehr gehört. Pokémon Ranger wurde sogar mal im Pokémon-Anime mal thematisiert. Da gab es auch mal so ein paar Special-Folgen und so weiter. Ja, aber seitdem hast du nichts mehr von der Serie gehört. Also ich würde mal echt behaupten, nee, die Serie ist tot. Glaube ich nicht, dass da irgendwas gezeigt wird bei der Pokémon Presents. Man muss ja sagen, der erste Teil, der war eigentlich ziemlich cool. Der zweite Teil, Pokémon Ranger, Instanis über Almia, der war auch noch cool. Oh, noch ein Schlüssel. Nice. Aber der dritte Teil, Pokémon Ranger, Spuren des Lichts hieß der, glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass der schlecht war, aber er war meiner Meinung nach der schwächste Teil der Reihe und ich glaube, das hat man... ich glaube, das fanden so ziemlich alle Fans so, weil ich glaube, die Verkaufszahlen von dem Spiel waren nicht wirklich hoch. Deshalb dachte sich wohl Pokémon Company und so weiter, nee, ich glaube, das rentiert sich nicht mehr für uns. Kann ich hier durch? Nö. Das rentiert sich nicht mehr für uns, die Serie ist tot, die lassen wir sterben. Na gut, ist halt irgendwo ein bisschen schade, aber ich heul jetzt der Serie ehrlich gesagt nicht hinterher oder so. Ja. Ob es noch irgendwie andere ganz neue Spin-off-Titel geben wird, also die vielleicht angekündigt werden könnten, das weiß man nicht. Muss man mal schauen. So, ich will jetzt mal gucken, was... Ach toll. Geh mal weg. So, was haben... Okay, hier kann ich nicht durch. Was haben wir hier? Ah, guck mal da. Noch mehr Wachen. Bringt es irgendwas, wenn ich mich hier hinhänge?